Ein besonders stimmungsvolles Konzert im Dom zu St. Pölten war das Weihnachtsliedersingen vom Jugendensemble der Dommusik, dem Schülerchor der Dompfarre und dem Orchester der Musikschule St. Pölten, gemeinsam mit Ludwig Lusser an der Orgel. Wir freuen uns immer wieder ganz speziell auf dieses Konzert, eben wegen der besonderen Stimmung im Dom, Beleuchtung, die besondere Musik, abseits von Jingle Bells und O Tannenbaum versuchen wir auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Es ist ja heute ein großes Ensemble, das Sie heute unter Ihrer Leitung haben. Auch die Kinder singen mit. Das heißt, eine sehr lebendige Angelegenheit. Ja, es ist immer ein großes Fest, wenn es singen ausschließlich Jugendliche, Kinder, Jugendliche an die 70. Und das ist natürlich ganz was Besonderes. Erstens diese jungen Leute zum Singen zu bringen und dann ganz besonders auch im Dienste dieser besonderen Zeit. Mit diesem großen Chor? Ja, natürlich wird man da schon Monate davor mit Programmierung, Literaturauswahl, den Proben, den Einstudierungen wird man sehr gefordert. Aber das zahlt sich immer sehr gut aus, man freut sich und der Enderfolg gibt uns immer wieder recht. Das heißt, nicht nur das Publikum freut sich heute, auch Sie persönlich? Ganz speziell und ich glaube, alle Mitwirkenden im gleichen Maß.